willkommen im Verkehrsmuseum. Heute wieder aus unserer neuen Sonderausstellung zu den Sternen Abenteuer Raumfahrt. Und heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe heute jemanden dabei, und zwar die Flora. Hallo! Genau, und Flora und ich wollen heute passend zu unserer Sonderausstellung eine Zuckertüte in Universumsgestalt basteln. Also für alle neuen Schulkinder, die jetzt bald in die erste Klasse kommen, vielleicht ist das ja eine Idee, eine Inspiration für eure Zuckertüte, wie ihr damit sozusagen ins All schweben könnt. Und unser wichtigstes Deko-Element für unsere Universums-Zuckertüte sind natürlich die Planeten. Und dafür haben wir einfach Styroporkugeln einmal halbiert, also in der Hälfte durchgeschnitten. Und dann kann man die eben ganz nach seiner Fantasie und seinen Wünschen selber dekorieren und anmalen. Wir müssen warten, bis sie trocken sind. Ja. So lange können wir schon mal ein paar andere Sachen machen. Und mit diesem Glitzer-Tape machen wir uns jetzt hier oder kleben wir jetzt hier einmal den Rand ab, damit das gut aussieht am Ende. Flora und ich, wir sind beide von Sternzeichen Zwilling. Deswegen habe ich jetzt mal eine Schablone gemacht. Ich hoffe, man kann es ganz gut sehen. Eine Schablone von unserem Sternzeichen Gemini Zwilling. Und es ist ja, genau, so vorbereitet, dass du da jetzt gerne mal unser Sternzeichen draufbringen kannst. Natürlich noch mit Streifen verbinden, aber ihr könnt euch natürlich auch andere Sternbilder, euer eigenes Sternzeichen raussuchen oder wenn ihr möchtet, auch einfach wild mit einem weißen Stift überall Sterne verteilen. Ich glaube, das machen wir auch noch ein bisschen, oder? Weil so sieht das jetzt ein bisschen einsam aus. Super, jetzt glitzert unsere Zuckertüte richtig gut und jetzt kriegt sie den letzten Schliff. Und zwar müssen wir jetzt noch die halben Planeten, die wir gemacht haben, überall dran kleben. Ne? Können wir uns hier schöne Stellen aussuchen. Ich habe in der Vorbereitung zum Beispiel auch nochmal so eine halbe Rakete gebastelt. Die kann natürlich jetzt auch nochmal super zur Dekoration dienen und hier drauf geklebt werden. Genau, und so sieht jetzt unsere Zuckertüte aus, nachdem wir alle möglichen Planeten und unsere Sonne aufgeklebt haben. Hier oben haben wir noch, wir haben es jetzt einfach mit Geschenkpapier gemacht. Das haben wir innen drin festgeklebt, haben wir hier noch so ein bisschen eingeschnitten und das kann man jetzt einfach mit Geschenkband zumachen. Und jetzt müssen wir nur noch die Zuckertüte mit den Süßigkeiten füllen. Dann mal los! Damit ist unsere Zuckertüte fertig.